Wir haben es jetzt 10.30 Uhr ungefähr sogar und wir wollen jetzt nach Coutances fahren zum Einkaufen. Haben uns hier schon bereit gemacht, schön gefrühstückt wieder. Ja, und jetzt werden wir uns hier auf den Weg machen mit unserem schönen Auto. Und Leo haben wir hier zu Hause gelassen. Der macht jetzt ein bisschen Radau. Aber Klaus ist fertig und es geht jetzt los. So, wir sind mit dem Einkaufen fertig. Es kann ja so anstrengend sein, einzukaufen. Und hier ist heute auch eine ganze Menge los, so wie ihr seht. Genau. Und deswegen haben wir jetzt uns entschieden, dass wir heute Nachmittag lieber im Garten bleiben. Anfahrt mal von der anderen Seite. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, warum wir dieses Jahr so ein Videotagebuch machen. Gute Frage. Ich habe mir gedacht, die letzten Jahre habe ich immer meinen Freunden und vielen Bekannten Karten geschickt hier aus der Gegend und Postkarten und das war immer so ein, ja, ein Kartenschreibmarathon. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, nee, habe ich keine Lust mehr drauf. Jetzt möchte ich mal auch was anderes ausprobieren. Und deswegen dieses Videotagebuch an all meinen Freunden, an all meinen, ja, Bekannten, Familie besonders, die uns dann vielleicht ja auch folgen auf unserer Reise. Und heute haben wir einen Tag im Garten eingelegt, um dann einfach mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, weil wir doch festgestellt haben, ja, die Erschöpfung, die holt uns langsam so ein bisschen ein. Die 12 Stunden Fahrt, gestern einkaufen, am Strand gewesen und heute in Coutances und dann auch noch den Großeinkauf dort erledigt. Und ja, man ist ja natürlich immer gespannt halt, was gibt es hier Neues, was kann man hier erleben. Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, nein, wir bleiben jetzt mal hier. Und entweder ihr guckt uns weiterhin zu oder ihr lasst es sein. Leo. Leo. Und jetzt ist er. Leo. Wer ist da? Leo. Unser Hund gilt stiften. Leo, komm her. Komm her. Da muss irgendwas Interessantes sein. Komm her. Wie ihr merkt, Leo hört aufs erste Wort, mich gar nicht. Naja, okay. Komm her.
Irgendwas muss da sein, was sehr interessant ist für den Hund. Bestimmt sitzen Roger und Mary vielleicht auf der Terrasse. Erwischt. Jetzt schnell wieder zurück. Aber so ist er, unser Leo.